bringt er mit, Till? Julius. Okay, Jungs, wir sehen uns unten. Wartet er so lange? Vielleicht denkt er, ihm wachsen Flügel. Scheiße, da stimmt doch irgendwas nicht. Oh mein Gott. Schon, wie der Tote heißt? Tillmann Decker, 29 Jahre. Er ist Mitglied hier im Club. Die Freundin des Opfers, der Mann neben mir ist der Pilot. Das ist der Organisationsleiter. Der Typ da rechts im Overall, ist der auch gesprungen? Ja. Wenn Sie alle Personalien aufgenommen haben, möchten wir die Zeugen gleich befragen. Ja. Morgen. Sag mal, du gehörst auch zu denen, die in ihrer Freizeit irgendwo runterspringen. Kannst du mir erklären, warum jemand sowas freiwillig macht? Ja, weil es Spaß macht, wenn sich der Fallschirm öffnet. 4000 Meter. Keine Chance, auf die Bremse zu treten. Boah. Hier. Hier, das Teil ist beim Aufprall, ist aufgeplatzt. Das Teil, das nennt man Container. Aber es ist seltsam, dass sich keiner der beiden Schirme geöffnet hat. Normalerweise, wenn der Hauptschirm geschlossen bleibt, dann greift das automatische Notsystem. Kann das irgendwie deaktiviert worden sein? Ja, klar. Ich nehme das System im Labor noch mal genau unter die Lupe. Es könnte natürlich auch sein, das Opfer wollte gar nicht, dass ich die Schirme öffne. Ja. Frau Reimers, hatte Ihr Freund in letzter Zeit viel Stress? Stand er unter seelischen Belastungen? Till hat viel Energie in seine Firma gesteckt. Klar, das hat ihn gestresst. So gestresst, dass er möglicherweise vergessen haben könnte, seinen Fallschirm zu überprüfen? Bestimmt nicht. Er war da immer sehr sorgfältig. Danke, Herr Hölzel. Und Sie, Herr Dussmann, sind der Pilot, ja? Wie lange kannten Sie denn den Herrn Decker schon? Fast 20 Jahre. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Haben Sie zufällig gesehen, ob er vor dem Absprung sein Material noch mal überprüft hat? Nein, aber das hat er bestimmt. Wäre es denkbar, dass er das absichtlich... Dass er sich umbringen wollte? Nein. Wir wollten heiraten. Halten Sie es für möglich, dass er den Fallschirm absichtlich nicht geöffnet hat? Absichtlich? Sie meinen, auf keinen Fall. Till war gut drauf. Da hat er richtig Bock zu springen. War auch sein erstes Mal nach der Winterpause. Naja, er hatte schon Stress. Stress? Beruflich. Mhm. Was hat er denn gemacht? Er hat mit einem Partner eine Suchmaschine fürs Internet entwickelt. Mhm. Wer ist der Partner? Bruno. Bruno Wertheim, der springt hier auch ab und zu. Mhm. Ja, trink erst mal einen Schluck. Ist gut für die Nerven. Hatte Ihr Verlobter in der letzten Zeit Ärger mit irgendjemandem? Mit Bruno. Hat er neulich erzählt. Bruno Wertheim. Sein Firmenpartner. Worum ging es dabei? Till fand, dass der sich zu wenig um ihre Firma gekümmert hat. Bruno war nur noch für seine Frau da. Die ist krank. Entschuldigen Sie die Frage, aber kann es sein, dass ich Sie irgendwo erkenne? Ja, aus dem Fernsehen bestimmt. Ich bin ein paar Mal interviewt worden. Wegen des Absturzes hier vor 3 Monaten. Mein Fallschirm hatte sich verdreht und wenn der Baum meinen Sturz nicht abgebremst hätte, dann... Ja klar, jetzt fällt es mir wieder ein, das war ja hier.
Das Wunder von Rensheim, das sind Sie? Ja. Leider hatte Till nicht so viel Glück wie ich. Martina? Entschuldigung. Es gab hier irgendwie vor ein paar Wochen schon mal einen Absturz. Ein Julius Hölzlin. Ist ja ein Zufall. Die anderen Zeugen? Die warten im Nebenraum. Machen wir weiter. Ich komme gleich. Jan, wie wär's denn mit einem Zwischenergebnis? Kannst du einen Unfall ausschließen? Ausschließen werde ich erstmal gar nichts. Bis ich hier fertig bin. Hm? Jan, lass uns doch an deiner Weisheit teilhaben. Oh! Also, das Opfer konnte das Handdeploy seines Hauptschirms nicht erreichen, weil der zu tief in den Container gedrückt war. Normalerweise müsste der hier sein. So. Was ist mit dem Reserveschirm? Da war ich gerade dabei. Wie es aussieht, war er intakt. Der Griff war nicht gezogen, allerdings konnte ich den Klettverschluss auch nur ganz schwer lösen. Vielleicht, weil das System lange nicht benutzt worden war. Du hast gesagt, das wäre Deckers erster Sprung in der Saison gewesen. Okay. Fragt sich nur, weshalb das Notsystem aus war. Ich meine, all das hätte ihm bei der Überprüfung seines Equipments auffallen müssen. Merkwürdig. Oder fahrlässig. Danke, Anna, aber das wäre schon sehr, sehr seltsam. Ja, wir sehen uns später. So fahrlässig ist kein Springer. Es gehört einfach zu jedem Sprung dazu, dass man vorher sein Material prüft. Du glaubst nicht an einen Unfall. Moment. Tiana! Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Wo kommen Sie denn das her? Hat der Hund gefunden. Wo denn? Auf der Wiese. Darf ich mal? Ja, gerne. Dankeschön. Das hier ist ein Handdeploy. Der Griff zum Öffnen eines Fallschirms. Jeder Springer ist dreifach gesichert. Normalerweise wird der Hauptschirm ausgelöst, indem man den Handdeploy zieht. Das ist dieser kleine Lederbein. Aber der war so tief reingesteckt, dass der gar nicht rankam. Wieso ist ihm das nicht aufgefallen? Weil davor noch ein zweites Deploy steckte. Decker will den Schirm ziehen. Hat nur die Attrappe in der Hand. Und was ist mit dem Reserveschirm? Das Klettband, das den Griff fixiert, war manipuliert. Ich habe Reste von Sekundenkleber dran gefunden. Und das Notsystem war deaktiviert. Also Mord. Wie lange hat der Täter für all das gebraucht? Höchstens eine halbe Minute, wenn man sich auskennt und ein bisschen technisches Verständnis vorausgesetzt. Deswegen gehe ich auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass eine Frau dahinter steckt. Stimmt. Eine Frau hätte keine Spuren hinterlassen. Was ist mit dem Handy des Toten? Also ich kann mich nichts erteilen. Außerdem ist das Ding ziemlich hin. Nach 4000 Meter freiem Fall. Kannst du da noch was retten? Zuerst müssen wir jetzt rausfinden, wer den Zugang zu Deckers Fallschirm gehabt hat. Da sprechen wir am besten mit dem Leiter des Clubs. Gute Idee. Habt ihr schon Hinweise auf mögliche Verdächtige? Naja, das Opfer hatte zumindest in der letzten Zeit ein etwas angespanntes Verhältnis zu seinem Firmenpartner, Bruno Wertheim. Ist schon einbestellt. Du überprüfst bitte auch, was die Ermittlungen nach dem Absturz von Julius Hölzel vor ein paar Monaten ergeben haben. Ich will wissen, ob es Parallelen gibt. Ja? Diktierst du mir den eben mal? Was ist denn mit? Also sag mal so, wenn du springen möchtest, dann solltest du den besser nicht nehmen. Ach, ein Fallschirm? Du wirst lachen. Das wollte ich immer mal gern machen, aber meine Frau war dagegen. Naja, vielleicht besser so. Nee, da hast du vielleicht schon was verpasst. Das ist wie Fliegen. Der absolute Wahnsinn, du fühlst dich total frei. Aber jetzt ist ja eh zu spät. Was soll das heißen? In deinem Alter? 61. Ja, genau. So, die Quittung bitte. Quittierst du dir doch selber. Für die Schirme haben die Clubmitglieder natürlich ihre Schließfächer. Wer will die Dinger jedes Mal mit nach Hause schleppen? Die Schlüssel verwahren die Mitglieder selbst?
ja. Aber es gibt doch sicher auch Ersatzschlüssel, oder? Ja, es kommt natürlich schon mal vor, dass der ein oder andere mal seinen Schlüssel vergisst. Hier, das sind... Steht diese Kassette immer so offen hier rum? Wir sind ein kleiner Club hier. Kennt jeder jeden. Das heißt aber auch, dass jeder Zugang zu Herrn Deckers Schließfach hätte haben können. Ja, der Decker wird seinen Schirm vor dem Absprung schon noch mal gecheckt haben. Ja, das hat er auch. Drüben im Packraum. Circa eine halbe Stunde vorher. Ich war dabei. Wir haben noch ein bisschen gequatscht, weil er schon lange nicht mehr hier war. Und was hat er dann gemacht? Na, er hat dann den Schirm wieder eingeschlossen und ist auf Klo gegangen. War noch jemand im Packraum? Neu. Kommen Sie. Ich bring doch meine eigene Kundschaft nicht um. Erst vor 3 Monaten ist der Julius hier abgestürzt. Zum Glück hat er überlebt. Sie wissen gar nicht, wie das fürs Geschäft ist. Wer war denn noch auf dem Gelände, nachdem Herr Decker seinen Schirm wieder eingeschlossen hatte? Die meisten haben sich schon befragt. Sonja, Julius, Frankie, der Pilot. Und Bruno Wertheim? Nein, den habe ich hier nicht gesehen. Eingetragen war er auch nicht. Schreiben Sie uns doch mal die Namen aller Personen auf, die hier auf dem Gelände waren. Vielleicht waren einige schon weg, bevor wir gekommen sind. Und die Sprungpläne brauchen wir auch. Und ich hätte dann gerne noch Deckers Ersatzschlüssel. Ach, und Herr Nerlinger, schließen Sie die Kassette doch einfach ab. Ist besser fürs Geschäft. Scheiße. Haben Sie schon einen Verdacht? Herr Wertheim, Sie hatten in letzter Zeit Streit mit Herrn Decker? Was sagt denn sowas? Seine Verlobte, stimmt's? Hat Sonja auch von ihrem Streit mit Till erzählt? Vor 3 Monaten sah es nämlich noch nicht nach Verlobung aus. Wieso? Ja, sie dachte, er geht fremd. Hat ihn die Hölle heiß gemacht. Dabei hatte er gar keine Zeit für sowas. Hat er fast nur gearbeitet. Wieso haben Sie sich mit ihm gestritten? Wir haben zusammen eine Suchmaschine entwickelt, die schneller und effektiver zu Ergebnissen führt als andere Suchmaschinen. Ist die Seite schon online? Ja, seit 2 Monaten. Nobro.de. Es ist ein Akronym für No Brother. Also genauer No Big Brother. Wir sammeln keine Kundendaten. In erster Linie interessiert uns Ihr Streit. Frau Reiners? Dürfen wir mal? Tut mir leid, das ist privat. In einer Mordermittlung gibt es nichts Privates. Geben Sie ihm die Handtasche. Ja, das letzte Jahr war tierisch anstrengend. Den Algorithmus entwickeln, die Seite bauen, Investoren finden. Leider habe ich Till damit oft allein gelassen. Wegen Ihrer Frau. Wieder Sonja? Ja, meine Frau ist schwer krank. Musste einfach für sie und meine Kinder da sein. Till hat das nicht immer verstanden. Wie weit ging der Streit? Hat er überlegt, die Firma allein weiterzuführen? Nee, es wäre auch gar nicht so einfach gegangen. Wir sind gleichberechtigte Teile, aber... Gewesen. Sie sind auch Fallschirmspringer. Ja. Waren Sie heute Morgen auf dem Absprungplatz? Nee, da war ich zu Hause bei meiner Frau. Eifersucht ist ein häufiges Mordmotiv, Frau Reimers. Ich habe ihn nicht ermordet. Ich habe ihn geliebt. Vor ein paar Monaten haben Sie zusammengelebt. Dann haben Sie getrennte Wohnungen bezogen. War eine Frau der Grund dafür? Vielleicht diese hier? Eine Gastspringerin in unserem Club. Die kennen Sie? Natascha sowieso. Irgend so eine Reiseleiterin. Trotzdem haben Sie sich vor 2 Wochen mit Herrn Decker verlobt? Ja. Er hat mir gesagt, das war ein dummer Ausrutscher. Und er liebt nur mich. Aber Sie sind misstrauisch geblieben. Nein. Ich habe ihm geglaubt. Warum haben Sie ihn dann beobachtet? Das habe ich nicht. Diese Fotos hier, die sind heute Morgen in meinem Briefkasten gelegen. Und ich habe keine Ahnung, wer die da reingetan hat. Haben Sie Ihren Verlobten auf die Fotos angesprochen? Deswegen bin ich ja zum Sprungplatz gefahren. Ich war so... Eben haben wir noch von Heirat gesprochen und von Kindern. Und dann das hier! Wie hat er reagiert? Gar nicht. Ich wollte ihn erst nach dem Sprung danach fragen. Dieser Suchalgorithmus, der ist brillant. Der zeigt nur absolut relevante Ergebnisse an. Und das in einem beachtlichen Zeitintervall. Das ist wirklich... Rico, wenn der Fall gelöst ist, darfst du dich mit Wertheim zusammensetzen und fachsimpeln, versprochen. Zeig mir nochmal das Video.
Rico, ich brauche mal deine Hilfe. Was ist das? Ja, es ist Absturz. Ich habe nach Infos drüber gesucht und bin dann auf die Suchmaschine von Decker und Wertheim weitergeleitet worden. Heißel hatte seine Helmkamera an. Ist schon über 1 Million Mal angeklickt worden. Das hat der Mann überlebt? Ja, sein Hauptschirm hat sich zwar nicht richtig geöffnet, den Fall dann aber doch ein bisschen abgebremst. Und dann hat er natürlich Glück, dass die Baumkrone ihn abgefangen hat. Und was möchtest du jetzt? Kannst du die Herkunft dieser Fotos feststellen? Martina, wenn es ausgedruckt wurde, enthält es doch ein nicht sichtbares Punkteraster, das der Drucker hinterlässt. Und darüber kann man dann doch die Seriennummer ermitteln. Und dann könnte ich beim Hersteller anrufen. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Das Ergebnis reicht mir völlig. Weißt du schon, was die Ermittlungen damals ergeben haben? Nee, noch nicht. Aber ich habe die Akte angefordert. Gut. Die Reiseleiterin, mit der Decker eine Affäre hatte, heißt Natascha Bäumler. Sie war zur Tatzeit jedoch auf einem Flieger nach Lanzarote. Damit scheidet sie als Täterin aus, zurück zur eifersüchtigen Verlobten. Sonja Reimers ist nach eigener Aussage gegen 8.30 Uhr am Sprungplatz angekommen, kurz bevor Till Decker in den Flieger gestiegen ist. Mhm. Und der Sprungdienstleiter Nerlinger meinte, dass sie ziemlich aufgeregt war. Er musste ihr erst mal einen Schnaps ausgeben. Dabei hat er sie natürlich auch ein paar Minuten aus den Augen gelassen. Also kein Alibi. Die Akte Hölzel, es gab damals keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Kollegen gingen vom Unfall aus und haben den Fall bald abgeschlossen. Interessant ist aber, dass Decker damals in derselben Maschine saß. Und 3 Monate später eilte ihm dasselbe Schicksal, nur dass er nicht so ein Glück wie Hölzel hatte. Kommt es denn vor, dass die Springer ihre Schirme verwechseln? Naja, also, wenn die Container identisch sind und dieselbe Farbe haben. Du meinst, dass damals schon eigentlich Decker gemeint war? Ja, diese Frau Reimers, die hatte vor 3 Monaten Ärger in ihrer Beziehung. Just in dieser Zeit stürzt der Hölzel ab. Gestern war sie wieder sehr aufgeregt. Möglicherweise hat sie es noch mal probiert, nachdem sie beim ersten Mal den falschen Schirm manipuliert hat. Und zwischen den beiden Mordversuchen verlobt sie sich mit dem Mann. Frauen sind eben unberechenbar. Vielleicht sollten wir herausfinden, ob Frau Reimers an dem Tag, an dem Hölzel abgestürzt ist, auch springen wollte, ob sie da überhaupt in der Nähe war. Und wir fahren noch mal zu Hölzel. Vielleicht können wir ja herausfinden, ob sein Schirm damals manipuliert war. Die Seriennummer. Sonja ist total fertig. Ich weiß. Ich fahre nochmal gleich zu ihr. Herr Dussmann. Hallo. Hi. Gibt es was Neues? Wissen Sie schon, was war? Nein. Fast alle meine Freunde sind bei mir versichert. Man soll ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, oder? Das ist eine gute Idee. Ja, seit meinem Absturz brummt der Laden hier. Ich schließe 10-mal so viele Versicherungen ab wie vorher. Scheint die beste PR zu sein, die es gibt. Ja, kann ich Ihnen was anbieten? Sie haben sicher schon gehört, dass Deckers Fallschirm manipuliert worden ist. Ja, ja. Ich konnte es gar nicht fassen. Finden Sie es nicht seltsam, dass Sie in kurzer Zeit beide abgestürzt sind? Doch schon, ja. Haben Decker und Sie ähnliche Fallschirme? Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, wir haben dieselben Systeme, ja. Könnten die verwechselt worden sein? Nein, ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Waren die Container vielleicht einen Moment lang unbeobachtet? Es ist jetzt schon ein paar Monate her. Also ich habe meinen, wie immer, vor dem Sprung noch mal kontrolliert. Till stand dabei direkt neben mir. Er hat seinen auch noch mal überprüft und dann haben wir die Systeme liegen gelassen und sind eine rauchen gegangen. Sie haben sie nicht wieder ins Schließfach gelegt? Das da ist wirklich ein guter Spruch. War denn damals Frau Reimers auch mal auf dem Gelände? Ich kann mich nicht erinnern, aber es ist möglich, ja. Glauben Sie etwa, dass Sonja etwas damit zu tun hat? Im Moment ermitteln wir in alle Richtungen. Sind Sie mit dem Schirm noch mal gesprungen?
Nein, nein, da bin ich abergläubisch. Der steht zu Hause bei mir in der Garage. Könnte ich Ihnen gleich einen Kollegen vorbeischicken, der ihn abholt? Wir würden ihn gerne untersuchen. Ja, sicher. Haben Sie es mal mit Lotterie versucht? Ja, aber kein Glück. Er hat sich seinen Abschluss vergolden lassen. Ja, er hat von diesem Wunder profitiert und Wertheim und Decker mit ihrer Webseite, die wegen des Videos dauernd angeklickt wird. Super Publicity. Nur, dass die Decker nichts mehr bringt. Anna. Martina, Frau Reimers kann für den Absturz von Hölzel nicht verantwortlich sein. Die war damals auf dem Seminar in Hamburg. Na, sowas. Dafür hat Wertheim uns angelogen. Sie sind gestern um 8.19 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit zwischen Aldingen und Ludwigsburg geblitzt worden. Das ist 10 Minuten vom Absprungplatz entfernt. Ja, okay, Sie haben recht. Ich habe da nicht ganz die Wahrheit gesagt. Sie haben nicht nur nicht ganz die Wahrheit gesagt, Sie haben in einem wesentlichen Punkt gelogen. Sie waren auf dem Weg zum Club, eine halbe Stunde bevor das Flugzeug mit Decker gestartet ist. Ich war aber nicht dort. Es stimmt, ich war auf dem Weg in den Club, aber dann hat meine Frau angerufen, es ging ihr schlecht und dann bin ich wieder umgedreht. Selbst wenn Ihre Frau das bestätigt, dann hätten Sie immer noch genügend Zeit gehabt, zum Absprungplatz zu fahren, den Fallschirm zu manipulieren und wieder zurückzukommen. Ach, das ist doch bescheuert. Wieso hätte ich Till denn umbringen sollen? Das wäre nicht das erste Mal, dass er einen Geschäftspartner den anderen loswerden will. Herr Wertheim, mein Kompliment. Ihre Suchmaschine, die ist gut. Die ist richtig gut. Und vielleicht wollten Sie einfach den ganzen Gewinn alleine einstecken. Welchen Gewinn denn? Wir verdienen damit im Moment noch so gut wie nichts. Noch nicht. Aber auf längere Sicht gesehen hat Ihre Suchmaschine durchaus das Zeug zum Konkurrenten für all die anderen Anbieter. Und das wissen Sie. Hören Sie, ich war's nicht. Ich habe mit dem Tod von Till nichts zu tun, verdammt nochmal. Warum haben Sie uns dann angelogen? Weil ich keine Zeit für solche sinnlosen Befragungen hier habe. Ich muss mich um meine Frau kümmern. Darf ich jetzt bitte gehen? Bitte. Wir machen das genauso. Wir lassen ihn gehen und du folgst dem. Ich will wissen, wo er wirklich so dringend hin muss. Dahin. Richtung Innenstadt. Ziemlich flott. Kann ich? Hat mich eine Menge Kopfschmerzen gekostet, aber ich hab's geschafft. Wertheim hält für eine Anwaltskanzlei. Kannst du den Namen erkennen? Eschmann und Hensel. Eschmann und Hensel. Er geht jetzt rein. Warte da. Die Daten aus Deckers Handy. Lies mal die SMS vom 23. an Bruno Wertheim. Tut mir leid, ich verkaufe nicht an BB und wenn die 100 Millionen bieten, sei mir nicht böse. Wer da was ist jetzt BB? Da müsst ihr schon selber drauf kommen, Brigitte Bardot wahrscheinlich nicht. Eschmann und Hensel vertreten das größte Internetunternehmen der Welt, Big Brother. BB. Na also. Wertheim wollte die Suchmaschine verkaufen. Decker nicht. Und jetzt nimmt er Kontakt auf. Joe, schaff uns Wertheim wieder her. Ich habe gehört, Sie wollen sich zum König der Lüfte aufschwingen. Stoll hat mir von dem geplanten Fallschirmsprung berichtet. Ja, geplant? Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Die Kollegen sind ja jetzt schon beeindruckt von der bevorstehenden Heldentat. Und was die Kosten angeht, keine Sorge, da liegen wir zusammen. Und jetzt zeigen Sie dem jungen Gemüse mal, wozu wir alten... Ich verstehe das nicht. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir haben Ihr Konto überprüft. Sie sind über beide Ohren verschuldet. Tja, na und soviel ich weiß, ist das kein Verbrechen. Kommt drauf an. Laut Ihrer Kreditkartenabrechnung waren Sie kürzlich in Kalifornien und sind in einem Hotel in Lakeview abgestiegen. Wo sich ganz zufällig der Firmensitz eines der größten Internetunternehmen der Welt befindet. Und heute suchen Sie die Anwälte auf, die dieses Unternehmen in Deutschland vertreten. Wir erfahren sowieso, worum es ging. Da wir in einem Mordfall ermitteln, werden sich Ihre Anwälte nicht auf die Schweigepflicht berufen können. Die haben mich angerufen, kurz nachdem unsere Suchmaschine online war. Ein Klient von denen wollte uns ein Kaufangebot unterbreiten. Wusste Ihr Partner davon? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber Till hätte sowieso was dagegen gehabt.
Ich habe mich dann ganz unverbindlich mit einem von den Managern da in Kalifornien getroffen. Einfach, um mal zu hören, was die so für eine Summe aufrufen. Und? 2 Millionen Dollar? Decker wollte trotzdem nicht verkaufen. Ja. Wir sind nicht käuflich. Keine gemeinsame Sache mit einem Großkonzern, bla bla, ich konnte es nicht mehr hören. Meine Frau hat Leukämie. Die kann seit einem halben Jahr nicht mehr arbeiten. In die Firma habe ich nur reingebuttert. Und wenn ich die nächsten Raten für unser Haus nicht bezahlen kann, dann sitzen wir auf der Straße. Aber wenn Sie das Geschäft abschließen, sind Sie bald ein reicher Mann. Ja. Aber ich hätte Till deswegen nicht umgebracht. Zunächst mal, bei Deckers und Hölzes System handelt es sich tatsächlich um ein beinahe baugleiches Modell. Theoretisch hätten sie also verwechselt werden können. Aber das Beste kommt noch. Das Klettband des Reservegriffs war auch bei Hölzel verklebt. Das hat damals niemand bemerkt? Ob es derselbe Kleber ist, kann ich noch nicht sagen. Die chemische Analyse läuft noch. Also doch kein Zufall. Dieselbe Vorgehensweise. Nicht ganz. Bei Decker wurde das Handdeploy manipuliert und bei Hölzel war der Hauptschirm verdreht. Ja, wahrscheinlich hat der Täter darauf spekuliert, dass Hölzel den Hauptschirm abspringt und den Reserveschirm aktiviert. Nur, dass Hölzel in der Panik nicht mehr dazu gekommen ist, den Hauptschirm abzusprengen. Aber genau das hat ihm ja das Leben gerettet. Damit ist er dann im Baum hängen geblieben. Das heißt also, der Täter hat versehentlich beim ersten Mal den falschen Container manipuliert. Warum hat er sich dann 3 Monate lang Zeit gelassen, bis er es wieder versucht hat? Da kam ihm die Winterpause dazwischen. Gut. Also bei der Manipulation von Hölzels Schirm scheiden dann aber Wertheim und Frau Reimers aus. Ich konnte die Hardwarequelle des Fotos zurückverfolgen. Der Drucker, mit dem die Abzüge gemacht worden sind, ist vor 2 Jahren in einem Elektromarkt in Degerloch gekauft worden. Von wem? Und wenn schon, die sind von mir, ja und? Herr Dussmann, hatten Sie was gegen Decker? Warum haben Sie denn dann diese Fotos hier gemacht und der Frau Reimers in den Briefkasten gesteckt? Soll ich zusehen, wie sie verarscht wird? Und den Typen am Ende auch noch heiratet? Wie stehen Sie denn zu Frau Reimers? Sie ist eine gute Freundin. Sie wundern sich, dass Frankie Dussmann die Fotos gemacht hat? Ja, warum hat er nicht mit mir gesprochen? Wie gut kennen Sie ihn denn? Naja, er war für mich da, als es mir schlecht ging. Als Till und ich die Krise hatten und ich ausgezogen bin. Da hat er mich öfter besucht. Das war sehr nett von ihm. Ich brauchte jemanden zum Ausheulen. Hat ihm das gereicht? Wie meinen Sie das? Vielleicht hat er sich mehr erhofft. Sie glauben, dass Frankie... Sie haben sich in Frau Reimers verliebt und Sie wollten, dass sie endlich mit diesem Decker Schluss macht. Ich würde sie jedenfalls nicht betrügen. Der Scheißkerl hat es ihr einfach nicht verdient. Sie konnten aber nicht sicher sein, dass diese Fotos hier ausreichen würden. Die beiden haben sie schon öfter wieder vertragen. Also haben sie ihre Chance genutzt. Sie waren als einziger bei beiden Abstürzen dabei. Erst bei Hölzel, jetzt bei Decker. Was hat denn der Abschluss von Julius damit zu tun? Das Klettband am Griff des Reserveschirms war absichtlich verklebt. Ich war es jedenfalls nicht. Ich war noch nicht mal in der Nähe von Till Schließfach. Sondern? Ich war die ganze Zeit vor dem Flug im Hangar, weil die Maschine gewartet werden musste. Habe ich Ihren Kollegen noch gesagt. Der Mechaniker kann es bestätigen. War es das? Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ja? Natürlich. Ich werde Ihr Alibi überprüfen. Sanja! Ich war es nicht. Ich habe ihn nicht ermordet. Das musst du mir glauben. Friedemann, ich habe von Kaiser erfahren, dass du die Sache durchziehen willst. Ich finde das klasse. Hätte ich dir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Tja, ich werde halt oft unterschätzt. Und? Blutdruck, Herz, alles okay? Ich denke schon. Ja, was ist das jetzt? Naja, den würde ich an deiner Stelle auch nicht nehmen. Sag mal, kommt denn überhaupt jemand wieder gesund runter? Ja klar, die meisten schon.
Fast alle. Mach dir keine Sorgen. Ach, fast. Pass auf, ich mache am besten gleich einen Termin für dich aus. Dussmanns Alibi überprüft. Er hat wirklich bis zum Abflug mit einem Mechaniker an der Maschine geschraubt. Und du? Siehst du, Hölzel sagte nochmal an, ja? Ja, wir müssen ja irgendwas übersehen haben. Sowohl Hölzel als auch Decker hatten den ersten Sprung des Tages. Ja, bei Decker ging der Notruf um 9.03 Uhr in der Leitstelle ein. Anrufer war Nährlinger. Und bei Hölzel hat Dussmann noch im Flug mitbekommen, dass der Springer in Schwierigkeiten ist und deswegen den Tower angefunkt um 8.10 Uhr. Hölzel wurde von einer Windböe erfasst und abgetrieben und kam außerhalb des Sprungplatzes wieder runter. Und vom Boden hat den Absturz niemand beobachtet. War auch noch ziemlich früh. So, geh mal nach Hause, siehst ein bisschen müde aus. Bist du verabredet? Könnte man so sagen. Hau ab, das macht man ja. Guckst du die ganze Zeit Hölzels Absturz an? Kaffee? Danke. Ich habe es mir bestimmt 25 Mal angesehen. Und ich weiß nicht was, aber irgendwas stimmt damit nicht. Mach noch mal von Anfang an. Warte mal. Ein bisschen zurück. Stopp. Die Uhr. Die zeigt 7:50 Uhr, kurz bevor er springt. Ja und? Dussmann hat den Tower aber erst 7:50 Uhr angefunkt, dass Hölzel in Schwierigkeiten war. Das macht eine Differenz von 20 Minuten. Da muss er längst am Boden gewesen sein. Hallo? Joey, ist Martina. Wer? Martina, wo bist du? Kannst du da weg? Was? Ich denke, wir müssen noch mal mit Dussmann sprechen und vielleicht erwischen wir ihn auf dem Sprungplatz. Oh. Sprungplatz! Ich komme. Endlich. Ich bin bescheuert. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht von deiner Traumfrau abgezogen. Nee, das lässt sich alles nachholen. Aber vielleicht ging Hölzels Uhr ja einfach falsch. Vielleicht wollte Dussmann ihm auch einen Vorsprung verschaffen, um Beweismittel verschwinden zu lassen. Er lebt noch. Seifert, ich brauche einen Notarzt zum Flugplatz Remsheim. Hangar, schnell. Scheiße. Sie haben den Täter nicht erkennen können? Kennzeichen auch nicht? Nix, nada, niente. Aber Dussmann muss ihn erkannt haben. Der Schlag kam von vorn, haben die Ärzte gesagt. Er liegt leider noch im Koma. Wir haben einen Wachmann vor seiner Tür postiert. Fingerabdrücke auf dem Tatwerkzeug? Keine verwertbaren. Irgendeine Theorie, eine, die wir nicht gleich wieder verwerfen müssen? Also, wir sind uns ziemlich sicher, dass der Anschlag mit den beiden Abstürzen zu tun hat. Wenn du recht damit hast, dass Dussmann den Notruf absichtlich verzögert hat, heißt das, dass er Mitwisser ist. Weil er mundtot gemacht werden sollte, oder? Wäre eine Möglichkeit. Ich muss euch was zeigen. Oh Gott. Bist du die ganze Nacht hier geblieben? Ja, ja, das hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Ich habe euch doch gesagt, dass mich irgendwas gestört hat. Und jetzt weiß ich was. Scheiße! Ah! Ah! Scheiße! Ah!
Gregor, was war denn jetzt? Ihr seht's nicht, ne? Nein. Auch mit angeblich verdrehtem Fallschirm hätte Hölzel noch über 100 Stundenkilometer schnell sein müssen. Das ist wirklich ein Wunder, dass er den Sprung überhaupt überlebt hat. Aber das ist nicht das größte Wunder dabei. Jetzt reden Sie doch nicht in Rätseln, Sander. Kommen Sie mal auf den Punkt. Achten Sie bitte mal auf den Vogel. Den habe ich lange nicht bemerkt. Na super. Wir versuchen hier einen Mordfall zu lösen und Rico geht unter die Ornithologen. Das ist der erste Überschallvogel der Welt. Und das ändert sich erst, wenn man das Video verlangsamt, also mit normaler Geschwindigkeit abspielt. Was? Das heißt also, er hat den Absturz nur gefaked? Er hat das Video von seinem Sprung einfach schneller abgespielt? Nur der Ton ist normal zu hören. Deswegen hat Dussmann den Notruf verzögert. Damit Hölzel am Boden genug Zeit hat, alles nach einem Absturz aussehen zu lassen. Ja, aber wieso? Hölzel verdient sich an diesem Wunder doch eine goldene Nase. Für den ist der Absturz der Lizenz zum Gelddrucken. Und Deckers Seite wurde ständig angeklickt, nachdem er das Video vom Absturz eingestellt hat. Die haben beide davon profitiert. Ja, das ist die chemische Analyse. Bei Hölzels Container wurde derselbe Klebstoff verwendet wie bei Decker. Die Klebspur ist allerdings nicht älter als 24 Stunden. Hölzel will uns glauben machen, dass das bei ihm auch ein Mordanschlag war. Um von sich selbst abzulenken. Wahrscheinlich nur besuchen, ja? Was ist denn hier drin? Keine Sorge, wir finden es auch so raus. Sie sind verhaftet. Wegen des Mordes an Tillmann Decker und des zweifachen Mordversuches an Frank Dussmann. Till, Frankie und ich, wir wollten die anderen eigentlich nur foppen. Der Abschluss sollte ein Scherz sein. Makabrer Scherz. Wir wollten ja alles sofort danach aufklären. Aber da hatte schon jemand die Presse benachrichtigt. Und dann hat sich das verselbstständigt. Sie sind so eine Art Held geworden. Mich hat das doch auch umgehauen. Die ganzen Interviews. Vorher hatte ich pro Jahr ein paar lächerliche Versicherungen verkauft. Und plötzlich rennen die Leute mir die Bude ein. Decker wollte dann aber irgendwann nicht mehr mitmachen? Ihm war das alles zu viel geworden. Er wollte nicht mehr lügen. Und nächste Woche wäre er zu Gast in einer Talkshow gewesen. Und Sie hatten Angst, dass er dort die Wahrheit ausplaudert. Er war stur. Ich konnte ihn mit Geld nicht ködern. Sie hätten einpacken können. Wer geht schon zu seinem Versicherungsmakler, der ein Betrüger ist? Decker war aber nicht das einzige Problem. Dussmann wusste ja auch Bescheid. Wer noch? Frau Reimers. Wir drei waren die Einzigen. Und während Sie richtig Profite aus der Sache gezogen haben, guckte Dussmann in die Röhre. Ich habe ihm 5.000 Euro geboten, damit er dicht hält. Aber er wollte mehr. Ihm ist klar geworden, dass Sie Deckers Fallschirm manipuliert hatten und damit hat er Sie erpresst. Moment. Okay. Das, was Sie da zusammengemixt haben, besteht aus drei verschiedenen Herbiziden. Das hätte auf jeden Fall ausgereicht, um ihn zu töten. Macht einen Mord. Und 2 Mordversuche. Dussmann geht schon besser, der kann bald seine Aussage machen. Gehst du eigentlich wieder springen? Klar, auf jeden Fall. Ich habe gerade einen neuen Kameraden gefunden. Hey, gut, dass ich dich treffe. Ich habe deinen Sprung organisiert, es geht alles klar. Du, Jo, ich muss leider absagen. Wieso? Du, ich habe mich noch mal erkundigt. Man darf ja bloß bis 99 Kilo wiegen. Und da bin ich knapp drüber, auch wenn man mir's nicht ansieht. Wie knapp denn? Knapp halt. Schade, die wäre schon gern gesprungen.
Das ist doch gar kein Problem. Ich kenne die Leute gut. Ich spreche mit denen. Wunderbar, dann klappt das also. Ich hätte ja auch nichts anderes von Ihnen erwartet, mein lieber Sonntag. Nur Mut, runtergekommen ist bisher noch jeder. Naja, bloß wie? Wann ist es denn soweit? Komm. Du. Nur für den Fall. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Das sagst du am besten selbst. So, komm jetzt. Nur für den Fall bekomme ich dann deine Modellautosammlung. Darüber macht man keinen Spaß. Bravo! Bringt er mit, Till. Okay, Jungs, wir sehen uns unten. Wartet er so lange? Vielleicht denkt er, ihm wachsen Flügel. Scheiße, da stimmt doch irgendwas nicht. Oh mein Gott. Schon, wie der Tote heißt? Tillmann Decker, 29 Jahre. Er ist Mitglied hier im Club. Die Freundin des Opfers, der Mann neben mir ist der Pilot. Das ist der Organisationsleiter. Der Typ da rechts im Overall, ist der auch gesprungen? Ja. Wenn Sie alle Personalien aufgenommen haben, möchten wir die Zeugen gleich befragen. Ja. Morgen. Sag mal, du gehörst auch zu denen, die in ihrer Freizeit irgendwo runterspringen. Kannst du mir erklären, warum jemand sowas freiwillig macht? Ja, weil es Spaß macht, wenn sich der Fallschirm öffnet. 4000 Meter. Keine Chance, auf die Bremse zu treten. Boah. Hier.
Ja, das Teil ist beim Aufprall, ist aufgeplatzt. Das Teil, das nennt man Container. Aber es ist seltsam, dass sich keiner der beiden Schirme geöffnet hat. Normalerweise, wenn der Hauptschirm verschlossen bleibt, dann greift das automatische Notsystem. Kann das irgendwie deaktiviert worden sein? Ja, klar. Ich nehme das System im Labor noch mal genau unter die Lupe. Es könnte natürlich auch sein, das Opfer wollte gar nicht, dass sich die Schirme öffnen. Ja. Frau Reimers, hatte Ihr Freund in letzter Zeit viel Stress? Stand er unter seelischen Belastungen? Till hat viel Energie in seine Firma gesteckt. Klar, das hat ihn gestresst. So gestresst, dass er möglicherweise vergessen haben könnte, seinen Fallschirm zu überprüfen? Bestimmt nicht. Er war da immer sehr sorgfältig. Danke, Herr Hölzel. Und Sie, Herr Dussmann, sind der Pilot, ja? Wie lange kannten Sie denn den Herrn Decker schon? Fast 20 Jahre. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Haben Sie zufällig gesehen, ob er vor dem Absprung sein Material noch mal überprüft hat? Nein, aber das hat er bestimmt. Wäre es denkbar, dass er das absichtlich... Dass er sich umbringen wollte? Nein. Wir wollten heiraten. Halten Sie es für möglich, dass er den Fallschirm absichtlich nicht geöffnet hat? Absichtlich? Sie meinen, auf keinen Fall. Till war gut drauf. Der hatte richtig Bock zu springen. War auch sein erstes Mal nach der Winterpause. Naja, er hatte schon Stress. Stress? Beruflich. Mhm. Was hat er denn gemacht? Er hat mit einem Partner eine Suchmaschine fürs Internet entwickelt. Mhm. Wer ist der Partner? Bruno. Bruno Wertheim, der springt hier auch ab und zu. Mhm. Ja, trink erst mal einen Schluck. Ist gut für die Nerven. Hatte Ihr Verlobter in der letzten Zeit Ärger mit irgendjemandem? Mit Bruno. Hat er neulich erzählt. Bruno Wertheim. Sein Firmenpartner. Worum ging es dabei? Till fand, dass der sich zu wenig um ihre Firma gekümmert hat. Bruno war nur noch für seine Frau da. Die ist krank. Sie, entschuldigen Sie die Frage, aber kann es das sein, dass ich Sie irgendwoher kenne? Ja, aus dem Fernsehen bestimmt. Ich bin ein paar Mal interviewt worden. Wegen des Absturzes hier vor 3 Monaten. Mein Fallschirm hatte sich verdreht und wenn der Baum meinen Sturz nicht abgebremst hätte, dann... Ja klar, jetzt fällt es mir wieder ein, das war ja hier. Das Wunder von Rensheim, das sind Sie? Ja. Leider hatte Till nicht so viel Glück wie ich. Martina? Entschuldigung. Es gab hier irgendwie vor ein paar Wochen schon mal einen Absturz. Ein Julius Hölzel. Ist ja ein Zufall. Die anderen Zeugen? Die warten im Nebenraum. Machen wir weiter. Ich komme gleich. Jan? Wie wär's denn mit einem Zwischenergebnis? Kannst du einen Unfall ausschließen? Ausschließen werde ich erstmal gar nichts. Bis ich hier fertig bin. Hm? Jan, lass uns doch an deiner Weisheit teilhaben. Oh! Also, das Opfer konnte das Handdeploy seines Hauptschirms nicht erreichen, weil der zu tief in den Container gedrückt war. Normalerweise müsste der hier sein. So. Was ist mit dem Reserveschirm? Da war ich gerade dabei. Wie es aussieht, war er intakt. Der Griff war nicht gezogen, allerdings konnte ich den Klettverschluss auch nur ganz schwer lösen. Vielleicht, weil das System lange nicht benutzt worden war. Joe hat gesagt, es wäre Deckers erster Sprung in der Saison gewesen. Okay. Fragt sich nur, weshalb das Notsystem aus war. Ich meine, all das hätte ihm bei der Überprüfung seines Equipments auffallen müssen. Merkwürdig. Oder fahrlässig. Danke, Anna, aber das wäre schon sehr, sehr seltsam. Ja, wir sehen uns später. So fahrlässig ist kein Springer. Es gehört einfach zu jedem Sprung dazu, dass man vorher sein Material prüft. Und glaubst nicht an einen Unfall. Moment. Jana! Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung.
Wo haben Sie denn das her? Hat der Hund gefunden. Wo denn? Auf der Wiese. Darf ich mal? Ja, gerne. Das hier ist ein Handdeploy. Der Griff zum Öffnen eines Fallschirms. Hm.